Wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe YouTube-Freunde. Ich bin heute an der B31 zum Fotografieren und zwar möchte ich heute Mitzieher fotografieren. Und wo geht es natürlich am besten? An der B31, dort wo viel Verkehr ist. Und wenn auch ihr Mitzieher fotografieren wollt, dann solltet ihr dranbleiben und dann ist dieses Video was für euch. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ich habe mir meine R6 II geschnappt und mein 2470 und bin jetzt an der B31 zum Fotografieren. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen Zeit und dann habe ich gedacht, ja, warum auch nicht, mal wieder Mitzieher fotografieren. Mitzieher sind eine geile Sache. Oh, da sind gerade LKWs vorbeigefahren. Oh, die hätten sich gelohnt. Sehr schöne Motive. Egal, wir machen weiter. Den ersten Tipp, den ich euch geben kann, und zwar, ihr stellt in der Kamera nicht auf den AF-Fokus, also One-Shot-Spot, sondern ihr geht auf Servo, denn beim Servo wird der Fokus leicht mitbewegt, also er weiß, die Kamera weiß, okay, das Motiv bewegt sich die ganze Zeit und ich kann mitziehen mit der Kamera und das Motiv wird trotzdem scharf gehalten. Dann solltet ihr euch einen Punkt suchen an der Strecke oder an der Straße, wo ihr den Fokus auf manuell stellen könnt und ungefähr dort, wo die Autos fahren, so leicht ein bisschen dahinter vielleicht noch ein ganz kleines bisschen, so dass ihr auch in der Höhe variieren könnt. Stichwort hyperfokale Distanz und so weiter. Genau. Dann solltet ihr eine Verschlusszeit wählen. Ihr könnt es entweder im TV-Modus, also bei der Canon im TV-Modus fotografieren. Das ist einmal der Verschlusszeitmodus. Den solltet ihr so wählen, dass ihr ungefähr die Verschlusszeit habt von dem, was die Geschwindigkeit des Fahrzeuges betrifft. Also fährt das Fahrzeug 50, solltet ihr ungefähr 50 haben. Ich gehe immer ein, zwei Verschlusszeitstufen weiter runter. Also ich bin immer, hier fahren sie jetzt so 80, 70, 80 Sachen und da bin ich immer so um die 40, 50 rum. Mit der Verschlusszeit, dann kriege ich den Mitzieheffekt einfach schöner auf das Bild produziert. Was gibt es noch zu beachten? Genau, ihr könnt aber auch im manuellen, manuellen Modus fotografieren, ist gar kein Problem. Manueller Fokus einschalten und Bildstabilisator bleibt natürlich an. Und dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Ihr solltet noch bei der Blende, solltet ihr noch relativ weit oben sein, damit ihr das Motiv auch durchgehend scharf habt. Wenn ihr mit einer 2.8er Blende fotografiert, kann es passieren, dass ihr das Motiv vorne im Bereich scharf habt und hinten im hinteren Bereich schon wieder unscharf habt. Das sieht dann auf dem Bild nicht ganz so schön aus. Zusätzlich ist noch zu sagen, wenn ihr mit einem Weitwinkel fotografiert, umso schwieriger wird es. Also ihr solltet eine Brennweite nehmen. So, ich habe jetzt hier das 2470 drauf. Ich mache es jetzt hier mit 50 mm. Gut sind aber auch schon 70 mm. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, es 70-200 auszupacken, dann packt am besten doch gleich 70-200 aus und macht mit dem 70-200 die Bilder. Die werden auch gigantisch und cool. Es wird also mit einer längeren Brennweite wird's einfacher mitzuziehen. Aber ihr müsst natürlich auch die Distanz beachten zum Motiv, damit die Bilder dann nachher auch cool und schön rüberkommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein paar Bilder und aus der Hand. Ich brauche hier kein Stativ. Stativ hätte ich jetzt nur genutzt, wenn ich euch mit aufs Display genommen hätte. Aber die Einstellungen, was ich gemeint habe, habe ich eingeblendet. Vorher schon. Ihr könnt es also ganz gegrost freihand fotografieren und könnt dort die Bilder machen. Ich mache jetzt mal ein paar Bilder und melde mich dann zum
Ende des Videos wieder, was ich so für Ausbeuten habe und was ich selber noch für kleine Anmerkungen habe, was hier heute beim Fotografieren nicht so funktioniert hat. Eine Anmerkung gleich noch vorneweg. ISO 100 ist eingestellt. Ich habe eine Blende jetzt von 13, habe eine Verschlusszeit von 1/40 und natürlich mache Reihenaufnahmen. Reihenaufnahmen relativ schnelle hintereinander. Bei Canon auf H+ stellen und dann geht's ab. Und lasst euch eins gesagt sein, am Anfang, wenn ihr das erste Mal probiert, es werden nicht alle Bilder scharf. Mitzieher bedarf es an Übung, bei Mitziehern bedarf es an Erfahrung ein bisschen. Und auch selbst bei mir werden nicht immer alle Bilder scharf, denn auch da ist es immer so eine Sache, wo liegt der Fokus, wo hat die Kamera nachher hinfokussiert. Deswegen manueller Fokus, habe ich ordentlich die Geschwindigkeit mitgezogen, bin ich ordentlich mitgekommen. Aber ihr seht es schon im Display, beim Auslösen, seid ihr schnell genug seid oder seid ihr zu langsam, kommt das Bild schon scharf auf dem kleinen Display an oder nicht. Das schon mal vorneweg gesagt. Macht euch also nicht verrückt, wenn die ersten Bilder nicht gleich scharf werden, sondern unscharf sind. Dann probiert einfach weiter und gebt nicht auf, bis die Bilder scharf werden. Aber genug gelabert, wir machen jetzt Bilder und ich blende diese dann ein. Shit, das gute Auto verpasst. Nein. Oh. Schade. Der wäre cool gewesen, der Jeep. Man sollte zwischendrin keine Bilder gucken. Das wäre ein Bild gewesen. Cool. Diese Jeeps. Fuck. Naja. Fasziniert, was hier so an Autos vorbeifahren an einem Tag, ey. Wahnsinn. Also das ist echt ein Highlight hier, ne? Scheiße, fahren wir nicht ins Bild. Fahren wir nicht ins Bild. Geil. Das ist cool. Das ist doch cool. Starkes Motiv auf dem LKW. Jetzt so ein LKW mit so einem richtig schönen, geilen Motiv drauf. Oh. Also einen habe ich ja schon, aber so richtig tollen Farben und so, das wäre jetzt cool. Das ist natürlich auch eine geile Kulisse hier, den Bodensee schön im Hintergrund mit dem mit der Bergkette, gell? Sieht schon geil.
Ja, hin und wieder gibt es auch mal stille Momente hier, ne? Sehr cool. Ja, das war meine Exkursion an die B31, fotografieren von Mitziehern. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Für was brauchen wir diese Mitzieher? Mitzieher sind einfach nur ein Effekt, den man nutzen kann, um Fahrzeuge zu fotografieren, damit einfach die Geschwindigkeit sichtbar wird und ein toller Effekt entsteht. Kann man machen, muss man nicht. Bei Motorrädern kommt es sehr, sehr cool. Also bei Freunden habe ich das schon genutzt, wenn sie ein Fotoshooting mit ihrem Motorrad wollten. Da habe ich diesen Effekt schon genutzt. Der kommt sehr, sehr cool. Gerade wenn sie in Kurven fahren und so weiter, kommt es sehr, sehr geil. Finde ich persönlich immer cool. Und natürlich ist der Mitzieher auch exklusiv cool bei Tierfotografie. Vögel, die im Senkflug, Gleitflug sind, könnt ihr damit auch wirklich toll und cool fotografieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich heute hier mit euch Mitzieher gemacht habe und ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Kleines Fazit vom Shooting. Ihr braucht definitiv wirklich ein bisschen, um reinzukommen. Aber seid ihr dann endlich mal drin, dann läuft es eigentlich wie am Schnürchen und fast jedes Bild, oder in jeder Serie ist mindestens ein, zwei Bilder dabei, die definitiv benutzbar sind und scharf sind und echt cool sind. Kleiner Hinweis noch, ihr solltet den Fokuspunkt ziemlich an die Spitze des Fahrzeugs legen, damit dieser Effekt einfach auch im Fahrzeug nach hinten raus etwas mehr sichtbar wird, die Geschwindigkeit, dass vorne alles scharf ist und hinten raus wird es dann langsam unscharf. Also den Fokuspunkt eher nach vorne legen am Fahrzeug. Das war jetzt noch das Fazit, was ich noch sagen wollte zum guten Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, dass er in Zukunft nichts mehr verpasst, drückt da auch gerne die Glocke und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dennis, ciao.